Hallo Leute, wir sind hier unterwegs in Französisch-Guyana mit Aquamedia TV, mitten in der Regenzeit und hoffen, dass wir hier im Grenzgebiet zu Suriname neue Fische finden werden. Hier ist noch nicht viel gesucht worden, Straßen gibt es hier kaum. Wir haben gerade mal 70 Kilometer Piste hinter uns gebracht, mit dem Pinzgauer vorne weg und zwei SUVs hinterher. Wir sind gespannt, ob wir hier wieder wegkommen werden, weil es hat die letzte Nacht sehr stark geregnet. Der Wasserstand in diesem kleinen Bach ist fast einen halben Meter angestiegen. Möglicherweise ist dann auch die Rückfahrt etwas beschwerlicher, aber wir haben ja zur Sicherheit ein Auto dabei, was jeden anderen auch rausziehen kann. Wir sind in den Monaten Februar, März hier unterwegs und nutzen gerade den kurzen Moment, wo die Sonne scheint, um ein paar Aufnahmen machen zu können, ohne dass es die Kamera absäuft. Es regnet hier also wirklich jeden Tag, teilweise auch die ganze Nacht durch. Die Wasserstände steigen dann auch zwischendurch relativ schnell an. Und man wundert sich dann, wenn man am nächsten Morgen reinguckt, einen halben Meter mehr Wasserstand.